Grüezi und hallo bei Swiss Laundry 802. Ich wasche heute eine große Menge Frottee-Wäsche und dazu nehme ich natürlich das Baumwollprogramm, was sonst. Und zwar nehme ich heute 70 Grad. So, Wasser plus. Und dann mal rein damit. Kam die letzte Woche einfach nicht dazu zum Waschen und dann muss das halt heute alles rein. Aber die Maschine ist ja groß, dann ist es kein Problem. So, hat sogar noch ein bisschen Platz oben, also vollgestopft ist sie nicht. So, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, eine verstopfte Nase habe ich halt. Naja, so. Starten wir das Teil. Ich nehme das Persil-Pulver, Universal. Also ich habe es gemischt mit dem Mega Pearls. So, nehmen wir 60 Milliliter. Noch vielleicht noch ein bisschen mehr. So, das reicht. Und dann nehme ich noch ein bisschen Antikalkpulver. So etwa 20 Milliliter. Das ist gut. Und ich nehme heute ausnahmsweise ein bisschen von dem tollen Weichspüler. Und ihr seht, der ist recht flüssig, er ist noch nicht so dickflüssig und die Wäsche fühlt sich auch nicht so schwer und fettig an. Also wenn man den benutzt, er ist recht leicht und die Wäsche fühlt sich einfach locker und frisch, vor allem frisch fühlt sie sich an. Und das finde ich so toll an dem. So, ich nehme bloß eine Kappe. So. So, gab noch einen kleinen Unterbruch, bin an die Taste gekommen, aber jetzt läuft es wieder. Jo, das passt. So, wir sehen uns dann später wieder, wenn die Wäsche fertig ist oder so. Oder vielleicht zwischendurch, wenn ich mal Temperatur messe. Wir werden sehen. Thank you.
werde noch ein wenig Enka dazugeben.
Oh, ich habe noch einen Lappen vergessen. Den schmeißen wir gleich noch rein. So, und weiter geht's. Ja, die Heizung ist aus. Sie hat auf 65 Grad aufgeheizt. Und jetzt ist Waschen ohne Heizen. Die Dauer ist noch 1,46. Und dann wird dann fertig sein. Das finde ich jetzt zum Beispiel wieder übertrieben viel Wasser für eine Laugenabkühlung. Das ist jetzt wirklich übertrieben. Das ganze Wasser, das sie jetzt verschwendet, würde sie lieber für die Hauptwäsche und fürs Spülen noch aufteilen. Also ich finde das jetzt, ja, echt viel. Naja, muss man ja nicht verstehen.
Hätte sie jetzt ein paar Liter Wasser, was sie verschwendet hat bei der Laubenabkühlung hier reingelassen, wäre das viel intelligenter, viel besser. Würde doch viel mehr nützen. Die Hälfte von der Laubenabkühlung, die sie reingelassen hat, ist ja für nichts. Naja. Kommt ja nicht mal zum Glas hin. Mal schauen, wie viel Spülgänge das sie macht. Ob 4 oder 5. Eine Stunde Laufzeit noch? Ja, das könnten 4 sein.
Ja, das wäre es gewesen. Die Maschine ist durch. Und das kommt jetzt natürlich alles noch in den Trockner rein. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.